Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Titan Quest All Classes. Wir sind in Eternal Embers im Ägypten-Abschnitt und kommen jetzt bald Richtung Theben. Und die heutige Aufnahme, die heutige Folge ist ein bisschen anders. Ihr werdet es wahrscheinlich hier gerade vom Mikrofon sehen, wenn ihr darauf achtet. Ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen anders klingen. Hat einfach einen ganz banalen Grund. Nämlich, es ist relativ heiß hier, aktuell. Die Tage ist es ziemlich warm und wenn ich am Streamen bin, während es so warm ist, dann heizt mein PC noch ein bisschen stärker als normalerweise und es wird super unangenehm und super stickig hier in der Bude. Und ich kann dem Abhilfe schaffen, weil ich habe netterweise eine Klimaanlage. Allerdings hat die ein bisschen Nebengeräusche und wenn ich mein normales Mikrofon nehme, dann hättet ihr die ganze Zeit schon ein super schönes Brummen im Hintergrund und das möchte ich euch ersparen. Ne, ich habe da so ein bisschen versucht, mal die ein bisschen einen Kompromiss zu finden zwischen, dass ihr nicht sonderlich viel Brummen im Hintergrund habt. Eventuell hört man ein bisschen was. Komplett weg kriege ich es nicht. Aber das Mikrofon hier hat eine bessere Geräuschunterdrückung. Und gleichzeitig haben wir eben den Vorteil, dass ich hier mich nicht totschwitzen muss. Ich weiß nicht, ob ich die komplette Aufnahmesession für heute mache. Ich habe heute vor, 3 Folgen aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob ich alle 3 Folgen jetzt mit diesem Setup mache. Oder ob ich irgendwann sage, jetzt gerade ist angenehm genug, ich kann wieder auf mein normales Mikrofon wechseln. Das sehen wir dann, denke ich, zwischendurch. Also besser gesagt nach der ersten Folge. Da können wir es uns dann überlegen, wie wir weiterverfahren. Das könnte sein. Entschuldigung, ich glaube, das Game ist gecrashed. Ja, ist es. Geht ja sehr gut los heute, muss man mal sagen. Also. 2,5 Minuten in der Aufnahmesession. Erster Game Crash im Sack. Richtig gut. Ich glaube, wir sind nicht mal einen Wiederbelebungsbrunnen weitergekommen. Ich glaube, wir starten jetzt gleich wieder legit an dem selben Wiederbelebungsbrunnen wie gerade eben. Was an der Stelle eigentlich bedeutet, ich könnte die Aufnahme beenden und gleich nochmal so tun, als würden wir nochmal an dieser Stelle starten, aber das lassen wir bleiben. Den Fail nehmen wir mit, das ist auch Content. So. Das ist so komisch. Ich komme hier komplett durch den Fog of War, aber die Fackeln sind schon an. Wie kann das denn passieren? Ja, ist klar, wie das passieren kann. Da unten ist ein Wiederbelebungsbrunnen, aber ich weiß gerade nicht, ob das ein Wiederbelebungsbrunnen ist, den ich jetzt gerade aktivieren möchte. Denn wir müssen ja von Theben in 2 verschiedenen Richtungen raus. Ja, das ist in Ordnung. Das ist das Niltal, der Skarabäus-Verschlinger wird ein bisschen nerven, wenn ich nicht aufpasse. Geht aber. Okay, wir sind im Niltal und damit kommen wir richtig nach Theben. Äh.
Und zwar glaube ich hier lang und hier unten lang. Das ist glaube ich diese Hauptstraße mehr oder weniger. Wenn ich das denn richtig im Kopf habe. Okay. Sehr schön. Damit sind wir in Theben. Und jetzt muss ich noch überlegen, wo waren hier die... Ach. Nein, wir laufen erstmal rein und machen hier diesen... den hier an. Den da oben machen wir noch nicht an, den Brunnen. Weil ich glaube, ich zuerst die Nebenquest mache. So, wenn ich das nämlich richtig im Kopf habe, Akt 5, Nebenaufgaben, wollte ich... Ihr zwei haltet mal euren... nicht Akt 5, sondern Akt 6 wollte ich natürlich. Unter Ägypten... Ja. Also ich will. So, heimtückisches Gift ist natürlich einer der Nebenquests, die sehr lange dauern. Ja. Und das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, I guess. So. Die standen da wie Wachen. Du brauchst mehr Energie. Nicht genug Energie. So. Den konnte ich zum Glück erwischen, bevor der anfängt. Wenn man hier diese Gegner sieht, ne? Diese unterschiedlichen Arten von Gegnern. Da stellt sich mir immer eine Frage. Warum greifen die sich nicht gegenseitig an? Das sind menschliche Banditen und nebendran Skarabäen und Skorpione. Und warum greifen diese Skarabäen gerade mich an, aber die Banditen nicht? Das ist halt die eine Sache, die keinen Sinn macht. Und auch einer der Gründe, warum früher in Titan Quest es keine menschlichen Gegner gab. Die Banditen ein Abkommen mit den Monstern haben. Ja, aber woher sollen denn beispielsweise diese Monster wissen, dass ich nicht zu den Banditen gehöre? Wahrscheinlich, weil ich die Parole nicht gesagt habe, ist schon klar. Sind wir doch mal ehrlich, ne? Das wird's wahrscheinlich sein. So. Du willst einfach. I mean, fair point.
So in gewisser Weise fair point, muss man sagen. Diese Idee kommt mir ja gerade. Nicht gut. Ich muss die Frage, glaube ich, einfach mal stellen. Also es ist jetzt ein bisschen schwierig für die Leute auf YouTube zu antworten. Aber Frage im Live-Chat. Kleine Meinungsfrage zum nächsten Charakter. Ich hatte gesagt, dass ich den Drachenjäger spielen will. Ne? Drachenjäger, Rune und Jagd. Ich hatte mir jetzt auch überlegt, dass es vielleicht ganz cool wäre, wenn ich schon mal die Rune spiele. Mit rein. Ne? Also ich hatte mir das so ein bisschen überlegt, wie kann ich den am besten angehen vom Bild her. Gibt ja im Endeffekt, also gab es sehr lange zwei Optionen, die ich hatte. Und die beide relativ gut gewesen wären. Es wäre einmal der reine Bogenschütze. Und zum anderen, also genau genommen gab es drei Optionen. Einmal reiner Bogenschütze. Zweite Option Werfer mit Schild. Und dritte Option Dual-Wield-Werfer. Mit zwei Wurfwaffen. So. Ich hatte jetzt aber überlegt, dass eigentlich die beste Variante der Dual-Wield-Werfer wäre, weil, so wie ich den spielen möchte, werde ich sehr viele Skills einfach von der Jagdmeisterschaft nehmen. Und es würde gar nicht allzu viel von der Runenmeisterschaft gebraucht werden. Und damit ich zumindest halt mal noch ein bisschen was von der Runenmeisterschaft dabei habe, hatte ich halt überlegt, dass es vielleicht in der Hinsicht dann gar nicht so schlecht wäre, die zwei Waffenfähigkeit von der Wurfwaffe auch noch mitzunehmen und deswegen mit einem Dual-Wielder zu spielen. Problem mit zwei Wurfwaffen ist aber gegeben in Titan Quest, weil ich hatte natürlich auch überlegt, nachdem wir jetzt gerade sehr lange einen weiblichen Charakter gespielt haben, dass wir einen männlichen Charakter spielen. So. Und an der Stelle ergibt sich halt das komplette Problem. Weil männlicher Charakter mit zwei Wurfwaffen ist die schöne Anfälligkeit auf den Movement Speed Glitch. Das heißt, es kann passieren, wir können eben den Movement Speed Glitch auslösen. Und haben dadurch um einiges mehr Bewegungsgeschwindigkeit als ohne. Das geht nur mit männlichen Charakteren. Wenn ich einen weiblichen Charakter nehmen würde, wäre das schon komplett behoben. Ich hatte anfangs irgendwann mal gesagt, anfangs der Challenge, dass ich diesen Movement Speed Glitch durchaus auch nutzen würde, wenn er sich mir ergibt. Jetzt ist die Frage, wollen wir das mit diesem Charakter schon zulassen oder wollen wir den Movement Speed Glitch dodgen? Das ist die Frage. Was meint ihr? Nicht genug Energie. Liebes Game, willst du mir echt gerade was damit sagen, dass ich die ganze Zeit jetzt hier Bögen gedroppt bekomme? Muss es ja nicht provozieren. Ich hatte aber durchaus auch gesagt, dass ich, wenn ich jetzt, also, ich würde ihn nicht ständig verwenden, natürlich.
Aber wenn ich beispielsweise jetzt wie relativ am Ende von Eternal Embers gibt es mal eine Zeit, wo ich einfach relativ weit laufen muss, weil ich für eine Nebenquest backtracken muss. Ich muss für eine Nebenquest zurücklaufen. Und da ist in der Nähe kein Portal, das heißt, ich kann mich da nicht teleportieren. Das heißt, ich habe da einfach einen etwas weiteren Laufweg. Und ich wäre durchaus bereit zu sagen, okay, Movement Speed Glitch an und Abfahrt. Insofern würde ich den durchaus ausnutzen, da bin ich ganz ehrlich. Es ist kein Speedrun, was wir hier machen. Ich muss mich nicht an irgendwelche Glitch-Vorgaben halten. Ich mache natürlich keine Sachen, die komplett Character-Breaking wären. Wie Attributpunkte duplizieren. Ne, das mache ich auf jeden Fall nicht. Skillpunkte duplizieren geht ja nicht mehr. Attributpunkte kann man immer noch machen. Also könnte ich immer noch machen. Aber werde ich natürlich nicht, weil das einfach ein Character-Breaking ist. Aber an und für sich, ein normaler Movement-Speed-Glitch ist ja nicht Character-Breaking. Das macht den Charakter ja nicht komplett broken. Ja genau, am Ende zerstört das so oder so nicht das Spiel. So. Oh boy, da bin ich aber schnell gedroppt. Autschen. Entschuldigung? Also zwei von diesen Hohepriestern sind ja echt mal ein bisschen drüber. Ah, korrigiere, es sind nicht zwei, es sind natürlich drei. Zwei wäre natürlich auch zu einfach gewesen. Sind wir mal ehrlich. Oh boy, da ist eine Giftwolke. So. Jetzt muss ich aber schon ein bisschen aufpassen. Da habe ich gerade auf den Chat geschaut, ob da noch was geschrieben wurde. Und das war natürlich fatal. Oh, wo kommt denn der her? Das da brauche ich. Ach, das sind zwei Hohepriester.
Es sind halt wirklich verriegelt. Nur die... Verriegelt. Wäre nicht schlecht, wenn man das auch hinschreiben würde. Okay, weswegen ich auch immer ich am Ende nochmal gestorben bin. Ich dachte, ich wäre aus der Gefahrenzone raus und habe kurz weggeschaut. Okay, ich muss definitiv ein bisschen besser aufpassen, was ich hier tue. Okay. Nicht zu öffnen. Okay. Gut, das Skelett haben wir. Und der Gegner, der da unten die Truhe verriegelt, ist wahrscheinlich dieser hier drüben. So. Noch mehr kannst du nicht halten. Reden wir jetzt nochmal drüber. Pass auf, Legendary droppt aus der königlichen Kiste. Okay, doch nicht. Hätte ich deswegen vermutet, weil... Also sind wir mal ehrlich, ne? Wenn das Inventar voll ist, hätte ich nochmal zurückgemusst, wenn da noch was drin gewesen wäre. Ja, herzlichen Glückwunsch. So. Dadurch kommen wir nach Theben. Wir können den da jetzt auch aktivieren. Ich würde mal schauen, dass ich hier ein bisschen was loswerde. Keine Zeit für Plaudereien, Fremder. Komm mit zum Geschäft. Amonsus zeremonielle Axt. Relativ viel Durchschlagschaden tatsächlich. Holy crap, das sind Maximalschaden. Das sind 460 maximal. Und der hat auch nichts, was irgendwie nach unten geht. Hat Geschicklichkeit obendrauf prozentual, das heißt der Durchschlagschaden geht noch höher. Interessantes Ding tatsächlich. Die Klingensehne hier, die kann ich wahrscheinlich wegknallen. Die hatte ich nämlich schon mal, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ikone von Zeus habe ich schon. Auge des Ra habe ich schon. Neid von Seth ist relativ wahrscheinlich, dass ich den noch nicht habe, ein zweites Mal. Der Schwarzweber kann auch weg. Alles klar, damit sollten hier noch die drei Gifte da sein. Ja. Einverstanden. Ja. Bin ich auch einverstanden mit. Gut, das heißt, wir können hier die Gifte abgeben. Und dann sollten wir hier in Theben, glaube ich, auch alles haben. Der ne? selbstlose Held kehrt zu. Ich weiß doch, warum ich das so gemacht habe. Setze mit Durchschlagsanteil und Blitzschaden. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon habe. Ich meine, ich hätte das. Also ich, gesehen habe ich das Item zumindest schon mal. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Ob ich es schon mal eingelagert habe, weiß ich tatsächlich nicht. Ich lager es mal noch ein. Noch ein Reisender, der meine Kisten füllt? Na klasse. Der geht mal ins Lager. So, Knight von Seth. Der Ring hier. So, die können in die Reliktkammer. Ein paar können wir zumindest mal in die Reliktkammer knallen. Auf Wiedersehen und so. Kunst möge dich segnen, Fremder. Kann ich dir helfen? Aber auf Dauer brauchen wir es nicht. Voila.
Hans möge dich segnen. Okay. There we go. Sehr schön. Wenn ich das richtig im Kopf habe, war hier kein weiteres Nebenquest, ne? Oh, 3 ungenutzte Fähigkeitenpunkte. Die Tür ist verschlossen. Wer bist? Der Pharao erwartet. Okay. Ah, ich verstehe. Damit haben wir das. Gut. War nicht hier. Es ist ein Durchgang nach rechts oben, das ist korrekt. Aber vielleicht sollten wir lieber hier raus. So. Gut, verfluchtes Plateau. Allzu viel haben wir tatsächlich nicht mehr im Ägyptenabschnitt. Das ist sehr gut. Wo immer der Gegner jetzt herkam, der ist nämlich direkt vor mir gespawnt. Oh boy. Nicht genug Energie. Hör mir auf, mehr Energie. In der gestrigen auch, also ich habe gestern das letzte Mal aufgenommen, die Folge, die ihr gestern gesehen habt, die habe ich auch vom Aufnahmetag her gesehen, gestern aufgenommen. Und in der Aufnahmesession, ich weiß nicht genau in welcher Folge, das war eine der 3 letzten Folgen, oder eine der 4 letzten Folgen besser gesagt, habe ich gesagt, passt mal auf, ich glaube, hier im Ägyptenabschnitt wird es keinen Gegner geben, der mich so sehr abfuckt wie die Hohepriester. Und ja, die Skarabäen, diese Grauen, sind nervig. Ich würde trotzdem sagen, dass die, ja. Dass diese Aussage trotzdem noch zutrifft. Also die Skarabäen finde ich nicht so nervig wie die Hohepriester. Tatsächlich kann man mit den Skarabäen das hier machen. Einfach einen Zauberbrecher drauf und dann machen die erstmal gar nichts. Okay. Okay. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass die Sphinxen mehr aushalten. Aber die sind ja richtig schnell umgefallen. Legit nicht drauf geachtet, dass das Pfingsten sind.
warum er jetzt die dritte herkam. Alles klar. Na, wunderbar. Genius Jahre, hallo, könntest du mal die Resistenzen zeigen? Kann ich sehr gerne machen. Die Resistenzen sind nicht sonderlich hoch bei diesem Charakter. Eine Sekunde kurz. So. Jetzt haben wir hier gerade ein bisschen Platz. Resistenzen sind im Endeffekt so aufgebaut. Ja, jetzt habe ich gerade auch noch Auge des Sturms an. Da habe ich nämlich noch ein bisschen zusätzlichen Blitzwiderstand. Das ist normalerweise so, wie ich kämpfe. Feuerwiderstand, Blitzwiderstand 40. Frostwiderstand auf Max. Durchschlagswiderstand 74. Lebenskraft und Blutung habe ich leider nicht ganz in den positiven Bereich bekommen. Giftschaden knapp in positiven. Bei den drei Schadensarten hier unten muss ich ein bisschen aufpassen. Die können mir doch noch relativ viel Schaden machen. Aber Durchschlag und Kälte gerade sind weniger das Problem. Genau. Und ja, das ist relativ wenig, wenn man... Danke, bitteschön. Das ist tatsächlich relativ niedrig von den Resistenzen her, wenn man das Ganze auf Legendär spielt. Hier in Eternal Embers geht's, aber auch nur deswegen, weil Eternal Embers insgesamt ein bisschen leichter ist als die übrigen Akte von vom legendären Schwierigkeitsgrad. Also gerade in Atlantis und in Ragnarök hatte ich relativ wenig Spaß mit diesem Charakter, das kann ich gleich sagen. Da muss schon ein bisschen mehr kommen in Resistenzen, wenn man da gescheit durch möchte. Zumal ich in Atlantis und Ragnarök auch noch das Problem hatte, dass ich zu dem Zeitpunkt noch weniger Durchschlagswiderstand hatte. Und gerade im Hades-Bereich sind sehr, sehr viele Gegner, die im Bogenschützen sind und dadurch eben auch eine Menge Durchschlagschaden machen. Da hätte der Durchschlagswiderstand eine Menge ausgemacht. Nehme ich mit. So. Ich wäre fast dran gestorben, dass ich wieder auf den Chat schaue, Latin. Wäre fast dran gestorben. Ja, dir auch noch einen schönen restlichen Abend. Hab einen schönen Start in die Woche ab morgen. Danke, dass du da warst. Und hau rein. Aber nur fast zählt nicht. Ja, glücklicherweise zählt's nicht. Bin ich mal ganz ehrlich, muss ich jetzt nicht dauernd haben. Oh,
200 Leben, 10% Gesamtgeschwindigkeit. Doch ein relativ starker. Also wenn man dieses Spiel spielt, welchen Gegner würdest du entfernen, wenn du dürftest? Es wären definitiv die Hohepriester hier in diesem Abschnitt. Gibt's aber gar keine Frage, ey. Okay. Das sind ein bisschen viele Gegner, maybe. Maybe auch nicht. Oder maybe doch, ja. Ja, ich leg mich fest, es waren zu viele Gegner. Ja, ja. Lauf doch gerade falsch, oder? Das ist doch nicht richtig hier. Nee, 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 nee. Das hier ist doch nicht die richtige Richtung. Da geht's lang. Nicht genug Energie. Okay. Ich muss ein bisschen aufpassen, wo ich jetzt gerade immer lang gehe. Da ist wieder ein Hohepriester. Bin mal Ich wollte gerade sagen, ich bin mal gespannt, wie der Echnaton-Fight ist. Aber ich bin mal ganz ehrlich. Ich hatte mir eigentlich eine Sache für den Echnaton-Fight aufgehoben. Extra dafür mehrere Folgen lang.
Und den habe ich natürlich jetzt in der letzten Folge einfach mal so random verbraten durch einen Missklick. Da müssen wir jetzt mal fast drüber nachdenken. Nochmal nach Norden zu gehen, also in eine beliebige Stadt des Nordens, um mal eben ein bisschen was an Nachschub zu holen. Weil ich glaube, eine Schriftrolle des Urchaos würde mir sehr helfen. Ja, ich glaube, ich hätte Lust auf eine Schriftrolle des Urchaos. Können wir, denke ich, vorne machen, bevor wir rausgehen aus der Gruft heraus. Oh. Die habe ich obviously nicht gesehen. Okay, ich stelle hier mal kurz ein Portal und gehe mal kurz, wenn ich darf, nach Korinth. So ein, zwei Urchaos-Schriftrollen wären, denke ich, ganz nett. Endlich ist auf dem Markt wieder was los. Fast zu viel. Ein Wagen ist um ein Haar mit meinem Stand kollidiert. Was sagt man dazu? Urchaos hat er nicht. Möge Hermes dich auf deinem Weg begleiten. Dann schauen wir mal nach Heuneburg. Ja, das dauert immer ein bisschen, leider. Wenn man Schriftrollen des Urchaos sucht, findet man natürlich erstmal auf Anhieb keine. Sei gegrüßt, Fremder. Ja. Ich passe es dann. Das schon eher. Ich gehe noch mal nach Glauberg. Eventuell kriegt man noch eine zweite. Das wäre gar nicht so schlecht, weil ich kann jetzt beim besten Willen nicht garantieren, dass ich eventuell... Es ist, glaube ich, relativ gut möglich, dass das gegen Echnaton ein bisschen länger dauert. Ich würde tatsächlich sagen, Echnaton ist... Willkommen im Nemeton, Fremder. Mögen noch eine auf dich Runde härter als die... Als die 10 Sonnen. Ich würde fast so weit gehen zu sagen, Echnaton ist, glaube ich, der schwierigste Bossfight in Eternal Embers. Willkommen im Fünften Reich. Ich hoffe, du hast etwas Interesses, ja, well. Geschäfte zu machen. Das Ganze will ich nicht wegen 50 Minuten Ladezeiten. Dann würde ich mal sagen, ab nach Theben. Besser gesagt, ab zum Echnaton-Fight. Eine Schriftrolle des Urchaos muss anscheinend reichen. Angenehm ist was anderes, liebe Leute. Aber wait a second. Nee, oder?
Das Debuff-Spielchen ist echt nicht geil. Ich glaube aber, dass man Echnaton cheesen kann, theoretisch. Ich glaube, es ist... Also, allein die Größe von der Arena schreit danach, hey, hier kannst du Käse reinwerfen. Ne, du machst die vorderen Wellen machst du weg. Und passt schon. Verringert Resistenzen in Reichweite, alles klar. Das ist Lebensentzug, alles klar. Da sollte ich nicht in der Nähe stehen. Okay, das heißt unten Mitte im der Augenblick kannst du die Tür nicht Gelb öffnen. Ist böse, alles klar. Der verlangsamt. Nicht geil. Aber besser als der Lebensentzug. Der Lebensentzug ist leider ein bisschen stark. Wo denn? Ist Echnaton selber dabei, alles klar. Hey, der ist ja kompletter Zermürbungskrieg, der Typ. Aber wirklich stark ist er auch nicht. Das ist mal wieder so ein typischer Fall von Don't Worry. Am Ende regelt eh der... Ja. Dort regelt am Ende. Also ich hatte gerade eben schon dort von ca. 30.000 zusammengesammelt. Das ist hier ein kompletter Zermürbungskrieg, aber... Ich würde einfach mal sagen, ich habe genug Tränke dafür. Da mache ich mir jetzt keinen Stress. So, Hallöchen übrigens. Ich habe gesehen, da ist jemand in den Chat reingekommen. Ich habe leider nicht so viel Zeit, immer rüber zu schauen. Deswegen, ich sehe, es ist ein längerer Name. Kann ich nachher genauer reinschauen. Aber erstmal Hallöchen. Schönen Sonntag dir. Willkommen im Stream. Gerade muss ich schauen, dass der Kollege hier nicht trotzdem plötzlich mehr Schaden macht, als ich es eigentlich dachte. Ich kann auch gerade nicht näher an ihn rangehen, leider. Weil näher an ihn ran bedeutet halt leider, dass ich in die Zone komme, wo meine Resistenzen gesenkt werden und dann kriege ich da mehr Schaden rein. Still.
Meine Güte. Also langsam kommt man auch ans Ziel, habe ich gehört, aber... Du, Wiederbelebte. Das war ja wirklich interessant. So. Gott, das heißt, wir können jetzt hier rüber. Genau. Titanen töten ein Siegel. Dann haben wir das da. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, müsste die Hauptaufgabe jetzt bedeuten: Verlasse die Stadt durch den Geheimtunnel in der Nähe des Portals. Alles klar. Gut. Ich sag einfach Infinity. Schönen Sonntag dir, willkommen im Stream jetzt nochmal. Eher der magische Typ, hm? Ich kann dir helfen. Wäre vielleicht besser gewesen, eine Schrift des Urchaos zu kaufen, oder? Einfach kaufen und dann nicht verwenden. Richtig geile Idee, Tiger. Richtig geile Idee. Sekunde kurz. So, muss das Mikrofon gerade noch mal ein bisschen richten. Ich glaube, ich habe euch da gerade was etwas Unangenehmes ins Ohr geknallt. Gut. Wir haben noch ein paar Minuten, das heißt, wir können noch ein bisschen was an Boden gut machen. Bin ich mal gespannt, wie weit wir tatsächlich jetzt noch kommen. Aber wir haben wieder das Problem, dass wir Schildkröten vor uns haben. Und diese Schildkröten... ...sind halt Schildkröten. Und haben wir nicht nur einen Panzer, sondern sind auch ein Panzer. So. Einmal hier unten drunter durch. Da muss ich aber schauen, dass ich hier die Gegner noch umniete. Und ja, ich bin da gerade ein bisschen an den Schildkröten vorbeigelaufen, sind wir mal ganz ehrlich. So allzu viel bringt es mir nicht mehr, die Schildkröten zu bekämpfen. Das kostet aktuell nur noch Zeit. So rein prinzipiell gehen wir zwar nicht auf den Speedrun gerade. Aber wenn ich das gerade richtig sehe, haben wir durchaus die Möglichkeit, in der nächsten Folge bereits den Charakter zu beenden.
Was dann eine Folge früher wäre, als ich es zuerst vermutet hatte. Also ich hatte heute eigentlich gedacht, dass wir drei Folgen aufnehmen müssen, um den Charakter zu beenden. Aber eventuell kriegen wir es tatsächlich in zwei hin, wenn wir jetzt nicht sonderlich gleich sterben. Okay. Wenn wir nicht gerade gleich sterben. So, wir dürften noch zwei Quests haben, glaube ich. Waren, glaube ich, zwei. Eieiei, was machen die denn für einen Schaden plötzlich? Was ist denn hier los? Passt man mal kurz nicht auf und kriegt halt plötzlich den Damage des Todes reingedrückt. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil tödlich war der Damage allemal. So. Da unten sehe ich einen Wiederbelebungsbrunnen. Da oben sehe ich noch einen. Wir müssen zuerst zum oberen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann... Oh boy, keine Brombeeren. Noch einer. Braunbären sind böse. Das ist unter Umständen ein bisschen gefährlich, mit mehr als einem Braunbären gleichzeitig zu kämpfen. Okay. Da nicht? Gingst du oben schon ins Sumpfland rein, oder? Nee. Irgendwo ging es dann die Abbiegung ins Sumpfland. Ah, maybe dauert es noch ein bisschen. Weil maybe muss ich auch einmal um dieses Portal da vorne rum. So. Ach ja. Nee. Hier runter. Genau. Fahrt am Flussufer. Wahrscheinlich gibt es gleich wieder Schildkröten, wollte ich sagen. Aber das ist ein bisschen schlimmer als Schildkröten. Zweimal Patsy. Oh, und ich sehe gerade, wir müssen langsam mal die Folge beenden, die YouTube-Folge für heute. Nein, liebe Leute, warte kurz. Ich muss da definitiv nochmal... Also ich gehe nochmal mein Spielergrab aufsammeln. So.
Ist die Frage, wie kriegen wir den Bären da? Die zwei Bären da down. Ich schaue noch schnell, dass ich die zwei Bären kriege und dann, gucken wir mal weiter, Alter. Die wollen halt auch wirklich nicht spielen, ey. Puh. Okay. Gut, dann stellen wir uns mal hier unten hin, machen kurz Pause und ich sage wie immer, wenn ihr gerade auf YouTube zuschaut und euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ansonsten würde es mich wie immer freuen, wenn ihr den YouTube-Kanal abonnieren würdet. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen, wie zum Beispiel die nächste Folge, die, ich sag mal, 70-80% Wahrscheinlichkeit hat, dass wir da schon diesen Charakter beenden können. Und ja, würde mich auf jeden Fall auch freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Und hoffentlich auch bis zur nächsten Folge von Titan Quest All Classes. Haut rein. Ciao, ciao.